Ich glaube, ach so. Ich glaube, du musst es nochmal hochziehen oder so, wenn du willst. Jetzt soll das wieder ein paar Jahre. Na, deswegen war die Uhr so schnell. Was? Deswegen war die Uhr so schnell. Also am Anfang hatte ich gedacht, ist ja eigentlich ganz real, ne? Für Roboter gibt es ja keine Zeit, die altern ja nicht. Mhm. Irgendwie, wenn die Uhr, für die GV geht die Uhr einfach viel schneller, weil, verstehst du? Mhm. Viel mehr Zeit vergeht und viel weniger Zeit für die. Fienchen, willst du raus? Heidi Schön hat er deinen Schrank gekackt. Warum? Das war Michael. Wer ist so, Michael hat deinen Schrank gekackt. Oh mein Gott, Michael Wolters oder? Nein, Michael. Wir haben doch vorhin von Michael geredet, oder? Wer ist Michael? Michalski, der Mörder, der letztens gefasst wurde. Läuft er nicht frei rum momentan? Der wurde heute irgendwie gefasst oder so. Ja? Ja. Wer ist das überhaupt? Jetzt kommt die Schwester. Keine Ahnung. Irgend so ein Gefängnisausbrecher. Mörder. Mhm. So. Ah, sieh. Warte, rechts. Genau, dieser Rechtsknopf. Okay, rechter Knopf. Nochmal. So. Nein. So, und jetzt Start. Oben. Play. Dann nein. Play. Dann rechts. Dann. Nee, Quatsch, erst unten. Also doch, ja. Genau. Was jetzt? Ja. So. Ah. Play. Okay, dann versuch mal das, was du vorhin hattest. Also das zwei nach rechts. Es geht. Ja, es geht. Ich hatte vertan. So. Und jetzt ganz unten siehst du Öl. Ganz unten? Nein, ganz unten. Wo, da? Unter dem schwarzen Ding. Unter dem schwarzen Ding, da. Ja. Einfach zwei oder drei Mal klicken. Schnell runter. Ist voll geil, dass man. Okay, das war's. Boah, jetzt könnte ich den ganzen Tag lang machen. Jetzt geht der Hund hin. Jetzt kannst du ihn treffen. Mit der Kanone. Vorher konntest du es nicht, weil die Fass stand davor. Katze rausgeschmissen. Ja. Ein bisschen Tierquälerei kann nicht schaden. Ey, es ist ein Roboter. Roboter haben keine Geschlechter. Hab ich auch gerade gedacht. Keine Geschlechter. Und keine Rassenunterschiede, oder? Jetzt musst du den Hund ihr geben, anstatt sie anzusprechen. Größter Fehler ever, man spricht immer direkt an. Leider verlierst du jetzt auch deine Kanone. Warum hat sie überhaupt ein Regenschirm über den Kopf? Oh Gott, das ist so irgendwie. Warte, wie heißt Paris Hilton? Ja. Ah, genau, wie Paris Hilton ist das. Ja, nächstes Mal unsere Roboter, bitte. Okay, egal, los weiter. Wir hören auch gerade Mucke. Naja. Versuch's mal mit. Keine Ahnung. Jetzt kannst du die Treppe weiter nach oben nehmen. Ach ja, ein kleiner Tipp. Nie wieder brauchst du da runter zu gehen. Nein? Nö. Ist das so ein Bongo-Dingens? Kannst du mal hingehen und fragen, was die wollen? Talent. Okay, also er klingt gar nicht richtig, wie du hörst, ne? Ja. Der Saxophonist.
Ihm fehlen lieber Saxophonstecker. Das sieht so aus wie hier Nieten. Es sind wirklich Nieten. Ja? Ja. Ach, wie geil. Der Trommel gespielt. Und dann kamen zwei Typen. Die waren, einer war dick und einer war dünn. Ja, dann machen die sich gegenseitig mit der Trommel fertig. Geh mal in die Bar. Oh Gott. Oh Gott, der war das auch noch lustig. Scheiße. Und setz dich zu dem Typen, der da spielt. Warte. Let's play. Fünf gewinnt oder ich was? Ich sag dir, ich habe noch nie gegen so einen Starken gespielt. Nein. Wie du siehst, was verwendet er als Spielknopf? Nieten. Nieten! Was meinst du, wie du an die Spielknöpfe kommst? Ich reise in die Zukunft und danach weiß ich's. Ja. Immer weil ich mich selbst mal weiß es. Fünf gewinnt, nicht vergessen. Ich schau dir, er lässt nichts anbrennen. Er lässt gar nichts anbrennen. Er ist der genialste Computer, den ich gesehen habe. Ich brauch 5 oder 6 Versuche irgendwie. Tot. Oh, scheiße. Alter, das heißt, ich kann das Spiel sowieso gar nicht. Ich verliere immer. Das musst du machen. Das mach ich doch. Ich kann nicht mehr gewinnen. Nein? Oh Gott, schon der. Sollte mir ein paar Mal passieren. Also mehr als 7 Mal sollte ich nicht verlieren, glaube ich. Oh Gott, ist ja schwer. Was ist das im Hintergrund?